Der inneren Haltlosigkeit des Einzelnen folgt die Grenzenlosigkeit des Ganzen. Die Grenzenlosigkeit des Ganzen bedingt den Formverfall im Allgemeinen und den Staatsverfall im Einzelnen. Dem Staatsverfall folgt die äußere Haltlosigkeit des Einzelnen. Und was folgt dann, fragen wir uns. Es gibt ja nicht wenige unter uns, die von einer neuen Biedermann-Zeit sprechen. Viele sehen uns in dieser neuen Biedermeier-Zeit schon befindlich. Und das Indiz lautet, die Wahlbeteiligung sinkt, während die Möbelhäuser aus dem Boden schießen. Rückzug ins Private. Aber der Vergleich, der greift jetzt und in Zukunft meiner Meinung nach nicht mehr. Denn der Rückzug ins Private im historischen Biedermeier, der war ja nur möglich, weil ein funktionierender, wenn auch obrigkeitsstaatlich eingerichteter Staat dort war und existent war und seine Funktion erfüllt hat. Also, diese Parallele oder der Begriff neues Biedermeier ist in meinen Augen nicht treffend. Noch lebt der Bundesbürger in der Annahme, dass für alles jemand zuständig ist. Ja, eine fatale Annahme. Das ist ja psychologisch durchaus verständlich und das ist ja auch wichtig, dass man dieses Vertrauen hat. Für alles ist jemand zuständig. Bei den Deutschen scheint das noch ausgeprägter zu sein als bei anderen Völkern. Für die Sicherheit ist die Polizei zuständig, für die Bildung ist der Lehrer zuständig und für die Gesundheit der Onkel Doktor zuständig.